das ist ja so unangenehm. Ja, was glaubst du, wie unangenehm mir das erst ist? Ach, stellen Sie sich doch mal vor, Eber hat doch draußen meinen Chauffeur beim Parken mit meinem Auto in ihr kleines Fahrrädchen vollkommen zusammengefahren. Mein Fahrrädchen, um Himmels Willen, ist was passiert? Och Gott, ist ja nicht der Rett wert, gell? Die Shell können sie ohne weiteres noch benutzen, ja. Also ich finde es ja allerhand, dass ich eine Putzfrau heutzutage einen Chauffeur halten kann. Ei, ich muss ja. Es gibt da nur zwei Möglichkeiten, nicht wahr? Entweder ich tue Triebsalblase oder ich tue ins Reageblase. Und beides möchte ich heute Abend nicht, ne? Sie haben ja schon eine ganz schöne Stimmung. Ja. Noblesse, noblige. Nicht mal heute Abend kann es was kosten. Ja, und wenn ein ganzer Stundenlohn von mir drauf geht. Ein Stundenlohn von Ihnen? Da können wir ja drei Tage hintereinander feiern. Oh ja. Heute gebe ich an aus. Ja. Tun Sie mal gleich zwei Glas Wein bestellen. Zwei Glas Wein? Ja. Auf Ihre Rechnung? Ja. Ein roter oder ein weißer? Ach, das ist mir doch egal. Ich bin ja farbenblind. Ach, lass es doch die Späße. Ich meine, ein 62er oder ein 63er? Natürlich ein 63er. Auf den anderen Pfennig gibt es doch heute auch nicht mehr aus. Hab ich doch schon gesagt. Frau Direktor Butzenmeier, guten Abend. Sie können doch nicht so durch den Saal schreien. Ach, natürlich kann ich. Mit der kann ich sowieso schreien. Bei der habe ich doch schon geputzt. Das ist vielleicht der arme Frau. Das kann ich mir vorstellen, dass die arm ist, wenn sie schon bei ihrer geputzt habe. Hier. Ach na, die hat doch einen ganz schweren Bandscheibenschaden. Aber ich kenne die schon aus der Zeit, wie sie noch mit dem gewöhnlichen Hexenschuss angefangen hat. Ja. Ja. Prost, ja. Der Alfred, ihr Mann ist auch da. Herr Generaldirektor. Sieh, das ist vielleicht ein Dolle. Der hat nur sein Auto im Kopf. Da hat er ja eine billige Garage, gell? Guten Abend, Frau Kommerzenrat Mille. Sie kennen aber auch jeden hier. Ah ja, mit der habe ich doch eine Stammreihe im Theater. Vorschwoch war ich erst mit der im Theater, ja. Da waren Sie auch ein Bettelstudent. Bettelstudent? Doch, in so arme Sticker gehe ich doch nicht. No. Ich war in Kannibale und Liebe. Das heißt Kabale und Liebe, nicht Kannibale und Liebe. Sie haben doch vom Theater überhaupt keine Ahnung. Das sieht man doch schon an in Ihrem Kostüm. Was soll das überhaupt darstellen? Das sehen Sie doch an meinem Hut. Ich bin ein Mexikaner. Ach ja, der Hut passt ja auch zu Ihnen. Ja, gell. Ein kleiner Kopf und ein großer Rand. Mann! Was sind Sie so einfallslos? Gucken Sie mich schon mal an. Ich hole ja meine Idee für mein Maskenkostüme all aus dem Theaterstiege, gell? Heute bin ich zum Beispiel die Madame Turandot, gell? Ja, ja. Aber ich habe noch ein paar Bilder dabei von der letzten Maskebell, wie ich da ausgezogen. Also pass mal, acht hier. Das da, das war ich vor 3 Jahren, ne? Ach, wie schön, im Kopf stand. Doch, Sie haben doch das Bild verkehrt rum. Ach so, ja, ja. Na? Wie gefalle ich Ihnen dann so als Blume von Hawaii, hä? Oh, ich hätte Sie eher für einen Kaktus von Tahiti gehalten. Und das da, so, das da war ich vor 2 Jahren als Maria Stuart. Nach der Enthauptung. Wieso? Da ist ja gar kein Kopf von Ihnen drauf. Ach, da war doch nur der Fotograf schon besoffen, hat den Kopf abgeschnitten. Und das da, das war ich voriges Jahr als La Boheme. Ja. Aber das mache ich nie mehr, das war viel zu anstrengend, da habe ich schon die ganze Arme pusten müssen. Ach, ja. Hören Sie mal, wenn Sie Ihr ganze Kostüme nach Theaterstücke aussuchen, dann können Sie ja nächstes Jahr als AIDA gehen, da lassen Sie sich gleich einmauern, gell? Na, nächstes Jahr gehe ich als Christel von der Post. Ja. Post. Post. Ach, du lieber Gott, ich habe hier noch einen Brief für mich. Ja. Den trage ich ja schon den ganzen Tag mit mir rum. Sie, ich traue mich ja nicht, den Brief aufzumachen. Hier, warte, ich gebe Ihnen, sind Sie so gut und machen Sie auf. Der kann nämlich ein vollkommen neues Leben für mich bedeuten, wissen Sie? Wieso ist Ihr Kind schon? Ach, na, im Gegenteil. Ich will mich doch für längere Frist binden. Ja. Ja. Und das ist die einzige Antwort, die auf meine Annonce gekommen ist. Auf was für Annonce? Ich habe doch im Heiratsmarkt inseriert. Ja. Folgendes. Ja. Wer bringt tüchtiger Putzfrau, ja, einsam, aber vermögend, Licht und Wärme in ihr tristes Heim? Ja, ja, ja. No? Ja. Jetzt spannen Sie mich doch nicht auf die Folter. Wer hat
abgeschrieben? Das Elektrizitätswerk. Ah!